Wer findet, dass Hotels langweilig und unpersönlich sind, der war garantiert noch nie zu Gast im New Yorker Hotel Whippet. Dahin nehme ich euch jetzt einmal mit. Erdacht hat sich dieses wunderschöne Kinderbuch Patrick Carmen und es heißt strengstens verboten, willkommen im Hotel Whippet. Leo lebt mit seinem Vater im Hotel Whippet, aber sie sind dort keine Gäste. Nein, sein Vater ist Hausmeister. Sie leben unten unter dem Hotel in einem Raum, wo die Waschmaschine steht und die Heizungsanlage vor sich hingluckert. Die Mutter von Leo ist tot und sein Vater und er halten das Hotel am Leben. Sie sorgen dafür, dass alles reibungslos klappt. Seit über 100 Tagen ist jetzt der Erbauer und Besitzer des Hotels Merganser de Whippet verschwunden und irgendwas stimmt mit dem Hotel nicht. Es gerät ein wenig aus den Fugen. Es ist sowieso ein total verrückter Ort, aber ihr seht es hier aus dem Maul von Daisy, das ist ein Haifisch, kommen also hier diese Reparaturzettel, was alles im Moment kaputt geht. Und da müssen die beiden sich ganz schön anstrengen. Damit nicht genug findet Leo im Entenaufzug, ja so etwas gibt es in diesem Hotel, eine Kiste. Und diese Kiste birgt ein Rätsel. Aber das ist erst der Beginn eines sehr verrückten Abenteuers. Ja, zu dem Hotel gehören auch eine kleine Entenschale. Betty ist ihre Anführerin, eine sehr schlaue Ente. Und in diesem Hotel ist es sehr gut, wenn man manchmal eine Ente dabei hat. An der Rezeption lauert Mrs. Sparks. Und Mrs. Sparks ist eine sehr, sehr unangenehme Frau. Sie nutzt jetzt die Zeit, wo Merganser nicht da ist, um die anderen Hotelbediensteten herumzuschikanieren. Sie hat irgendwie vielleicht auch einen dunklen Plan im Petto. Jedenfalls liegt es an Leo, dass das Hotel vor der Abrissbirne gerettet wird, denn in New York, das weiß jeder, sind Grundstücke teuer und dieses kleine Hotel, da könnte man noch was viel Größeres drauf bauen. Ja, das Hotel ist total durchgeknallt. Es gibt einen Raum, der ist wie ein Flipperautomat. Es gibt ein Hotelzimmer mit Robotern. Vor allem dieser kleine Roboter hatte es mir total angetan. Dann gibt es natürlich die Enten und den berühmten Entenaufzug. Es gibt versteckte Etagen, versteckte Zimmer. Es ist also voller Überraschungen. Ein Zimmer hat eine riesige Modelleisenbahn und im Speisesaal ist ein 800.000 Teile starkes Puzzle, das nur darauf wartet, zusammengelegt zu werden. Es ist also voller Überraschungen. Es ist absolut temporeich. Es kommt keine Sekunde Langeweile auf. Man braucht vielleicht ein bisschen Zeit, um sich hineinzufinden, aber dann ist das ein absolutes Lesevergnügen. Es ist, denke ich, genauso gut für Mädchen wie auch Jungs geeignet. Ein riesengroßer Spaß, wer Rätsel mag und es turbulent gerne hat, der ist im Hotel Whippet genau richtig.